Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir haben helllichten Tag und bei Teso ist es logischerweise dann wieder mitten in der Nacht. Die Logik verstehe ich bis heute noch nicht so ganz. Aber wir sind auf jeden Fall da, wo Die wir zurückkehren steinleere sollten. Eroberung des Hauptgrunds war nötig, aber bei Tuvaka Sehen, mir wäre es lieber, wenn ich nie wieder so heftig um einen Flecken Erde kämpfen müsste. Könnt ihr mal nicht alle durcheinander sprechen, bitte? Ich hätte gern verstanden, was er sagt. Unsere Brüder und Schwestern sind eingetroffen, gerufen vom Leuchtfeuer. Wir sind kurz davor, die Reise nach Vastyr anzutreten. Wir müssen die Mauern verteidigen. Und im Gegenzug werden die Mauern unsere Verwundeten verteidigen. Nun, Free sagt mir, ihr habt unseren heiligen Samen bei euch? Ja, hier ist der heilige Samen. Trotz der Bemühungen des Feuersangs und seiner Meereselfenverbündeten haben wir immer noch unseren heiligen Samen. Ich fürchte, das heißt, dass der Angriff auf Vastyr bald beginnen wird. Also, Sir Stefan, hier? Das verheißt nichts Gutes. Vielleicht solltet ihr mit ihm sprechen, Druidenfreundin. Ich spreche mit Sir Stefan. Und das ist der Grund, weshalb ich beim letzten Mal schon einen Cut gemacht habe. Gut. Sobald wir die Neuigkeiten von Stefan erfahren, befehle ich den Druiden, sich auf den Weg zur Stadt zu machen. Ich glaube aber, Druidin Laurel und Free sollten hier bleiben, um etwaige Nachzügler zu eskortieren und um den Naturgeist vor Erzdruidin Orlight versteckt zu halten. Noch einmal vielen Dank, meine Freundin. Gut, ich habe euch rechtzeitig erreicht. Freundin, wir müssen uns unterhalten. Gut, ich gebe zu, hätte ich das jetzt vorher gewusst, dass das diesmal so ein sauberer Cut ist, hätte ich dann vorher noch mit dem Erzdruiden gesprochen. Aber das ist ja immer so bei Teso. Man wird wieder zurückgeschickt und da wartet dann jemand mit noch schlimmeren Nachrichten. Dem Grün sei Dank, dass ich euch hier erwischt habe. Ich fürchtete, ich könnte zu spät kommen. Die Nachricht, die ich überbringe, ist zu wichtig, um sie einem Boten zu übergeben. Und ich kenne Pfade über die Insel, die nur die Druiden beschreiten können. Aber zunächst, wie ist die Lage hier? Erzdruide Raval hat den heiligen Samen und eingewilligt, die Steinleere zur Verteidigung der Stadt mitzubringen. Ich hatte gehofft, dass ich auf Erzdruide Raval zählen kann, doch es tut gut, diese Worte zu hören. Selbst über die geheimen Pfade war es schwierig, unsere Feinde zu meiden. Die Wildnis ist voller Graunsegel und Feuersangdruiden. Ich gehe davon aus, dass ihr geholfen habt, hier etwas für Ruhe zu sorgen. Ich habe Druidin Laurel geholfen, das Leuchtfeuer zu entzünden und den Feuersang davon abgehalten, Fried zu finden. Ich wusste, ihr seid die Richtige für Glimmerbergsee. Danke, dass ihr Laurel geholfen habt. Ihr seid unser wertvollster Verbündeter. Hier, nehmt dies. Das ist das Mindeste für eure stetigen Bemühungen. In der Zwischenzeit sorge ich dafür, dass Raval und der Samen sicher nach Vastyr gelangen. Er hat mir ein Körpermal geschenkt. Also wir haben einen robusten Schild vom Set Bastion der Drawife bekommen und das Körpermal bzw. die Körperbemalung namens Yphelons Körpermal und einen Fertigkeitspunkt. Nun zu dem Grund, warum ich euch finden wollte. Ich habe Kontakt zu Kapitän Siravan hergestellt. Sie ist gewillt, Vastyr zu helfen, aber nur, wenn sie ihr Schiff von den Graunsegeln zurückholen kann. Wir werden uns beeilen müssen. Ich fürchte, dass die Meereselfen und der Feuersang bald zuschlagen werden. Wie habt ihr Kapitän Siravan erreicht? Nun, um ehrlich zu sein, hat sie mich erreicht. Es ist leichter, eine Nachricht ans Castel Mornar zu schicken, als eine Meereselfin zu finden, die sich in der Wildnis versteckt. Als Meeresfürst Nalos sich den Befehlen von König Orgnum widersetzte, übernahm er Siravans Schiff und verstreute ihre Mannschaft. Sie braucht unsere Hilfe. Warum schickt ihr ausgerechnet mich? Um genau zu sein, hat sie darum gebeten, dass ich euch schicke, um ihr zu helfen. Sie wird euch am Anleger von Castel Tonnerre treffen, am westlichen Ufer. Tut, was ihr müsst, doch sorgt unbedingt dafür, dass sie ihr Schiff zurückbekommt. Wir brauchen die Goldklingen, wenn der Ansturm auf Vastyr beginnt. Ich treffe mich mit Kapitän Siravan und helfe ihr Schiff zurückzubekommen. Geht zum Anleger bei Castel Tonnerre und helft Kapitän Siravan, ihr Schiff zu bergen. Ich eskortiere Erzdruide Raval zurück nach Vastyr und gliedere die Druiden in unsere Verteidigung ein. Schließt euch uns dort so bald wie möglich an. Beim Grün. Wir werden diesen Sturm überstehen. Hat Kapitän Siravan sonst noch etwas gesagt? Ihre Nachricht war knapp, doch sie deutete an, dass auch der Großteil ihrer Mannschaft fehlt.
verstreut oder gefangen. Sie wird sie allerdings brauchen, um ihr Schiff zu segeln. Und wir brauchen alle Goldklingen, die helfen können, die Stadt zu verteidigen. Tut, was nötig ist, damit das geschieht. Wie ist die Lage in Vastyr jetzt gerade? Die Ritter des Hauses Mornar stehen bereit. Die Druiden werden unsere Verteidigung stärken, doch wir müssen die Goldklingen dazu bringen, uns zu helfen. Was auch immer der Feuersang ihnen versprochen hat, die Meereselfen zeigen sich sehr entschlossen. Meine Späher haben eine Armada entdeckt, die auf die Stadt zusegelt. Kann die Stadt so einen Ansturm standhalten? Wir haben uns noch keiner solchen Prüfung unterziehen müssen, doch Vastyrs Mauern wurden stark gebaut. Ich glaube, sie werden halten und uns die Zeit geben, die wir brauchen, um die Invasoren abzuwehren. Aber selbst der stärkste Stein lässt sich mit ausreichend Mühe abtragen. Oder mit genügend Wasser. Erzdruide Raval, seid ihr und die Steinlehre bereit, nach Vastyr aufzubrechen? Das sind wir. Laurel, verbergt euch mit Free in der Wildnis. Free darf nicht in Orlites Hände fallen. Aber ich... Ja, Erzdruide. Ich verstehe. Ja, sie will mithelfen. Das kann ich wiederum verstehen, aber Free ist auch wichtig bei dieser Sache. Ich kann allerdings gerade noch nicht sehen, wo wir eigentlich hin müssen. Ach doch, Moment, da oben. Geht zum westlichen Ufer. Das heißt, wir werden jetzt diesen Pfad hier oben nehmen und dann da unten runterlaufen, beziehungsweise reiten. Das heißt, ich werde schon mal vorreiten und wir werden uns dann gleich dort wiedersehen. Ehrlose Elende. Da sind wir ja schon. Wenn sie nur einen Kratzer am Rumpf gemacht haben, werden sie leiden. Ja, und ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich von dem Wegschrein aus noch hier gelaufen wäre, weil hier, nur so als kleiner Tipp, waren überall Gegner. Ah, dann hat das Gräflein meine Nachricht bekommen. Ich bezweifelte, dass er den Vorschlag ablehnen würde, mein Schiff an seiner Seite zu haben, aber man kann nie sicher sein. Jetzt hoffe ich, dass ihr bereit für einen Kampf seid. Gleich wird es hässlich. Ich habe vor, dafür zu sorgen. Sir Stefan meinte, ihr bräuchtet Hilfe, um euer Schiff zurückzuholen. Das stimmt. Seht ihr sie da unten? Diese Bastarde haben die verrückte Jungfer am Anleger angekettet und meine Mannschaft unter Bewachung gestellt. Die Graunsegel sind in Richtung Vastyr in See gestochen. Wenn ihr meine Hilfe in der Schlacht wollt, brauche ich mein Schiff und meine Mannschaft. Was soll ich für euch tun? Wir müssen im Duett arbeiten. Ich rette meine Mannschaft, während ihr die verrückte Jungfer befreit. Schneidet die Anlegetaue durch und lasst die Hafenkette herunter, damit wir bereit sind, in See zu stechen, sobald meine Mannschaft frei ist. Sie ließen ein paar schleimige Aale als Wachen zurück. Fühlt ihr euch dem gewachsen? Natürlich. Ha! Ich wusste, dass ihr Salzwasser im Blut habt. Schneidet die vier Anlegetaue durch, die mein Schiff festhalten. Dann geht zum entfernten Anleger, um die Hafenkette herunterzulassen, damit wir nach Vastyr segeln können. Ihr werdet die Plattform einnehmen müssen, um sie abzusenken. Geht! Ich schneide die Anlegeseile durch und lasse die Hafenkette herunter, um euer Schiff zu befreien. Denkt daran, die Verteuung muss durchgeschnitten und die Hafenkette abgesenkt werden, sonst fahren wir nirgendwo hin. Kümmert euch darum. Danach stechen wir nach Vastyr in See. Euer Gräflein wird alle Hilfe brauchen, die er kriegen kann, um dem kommenden Angriff zu widerstehen. Ich liebe es, wenn Sachen dreimal wiederholt werden, weil nach dem ersten Mal Wiederholung habe ich es dann wieder vergessen. Ich bin überrascht, dass sie Graunsegel zurückgelassen haben. Ich hätte gedacht, sie wären alle Teil der Armada. Jemand muss den Heimathafen verteidigen. Selbst Schleim wie Meeresfürst Nalos weiß das. Da sind noch mehr von dem niederen Abschaum, der König Orgnum ins Gesicht spuckt. Sie werden sich aber wehren. Genau wie jene, denen ihr euch im Castel Tonere gegenüber saht. Wie haben sie euer Schiff geentert? Als Meeresfürst Nalos die Befehle verweigerte, die ich von König Orgnum überbrachte, hatte er nicht einmal den Anstand, mich zu töten. Er übernahm mein Schiff und verstreute meine Mannschaft, damit ich rein gar nichts dagegen tun konnte. Einige wurden zum Dienst auf anderen Schiffen abkommandiert, doch die meisten wurden eingesperrt. Was hält euch davon ab, einfach davon zu segeln, nachdem ich euch geholfen habe, Schiff und Mannschaft zurückzubekommen? Ich gehe nirgendwo hin, solange Meeresfürst Nalos noch lebt. Ich könnte niemals zu König Orgnum zurückkehren, solange er noch atmet. Mich kümmert nicht, wie viele Meereselfen diese Bestie auf seine Seite gelockt hat. Er stirbt durch meine Hand. Glaubt ihr wirklich, ihr habt eine Chance? Sehe ich besorgt aus? Er ist ein Feigling und ein Verräter. Genau wie jene, die ihm folgen. Ich habe keine Angst vor ihm. Er sollte Angst vor mir haben.
Es spielt keine Rolle, mit wie vielen Klingen er sich umgibt. Sobald ich die verrückte Jungfer zurückhabe, werde ich seinen Tod erleben. Ich treffe euch am Deck der verrückten Jungfer. Verpatzt das nicht. Okay, ich gehe mal davon aus, oder auch nicht, findet einen Weg zum Anleger. Obwohl, das ist doch die verrückte Jungfer, ne? Nehme ich mal an. Also dann gehe ich doch mal davon aus, dass wir hier eventuell runter können. Ist ein bisschen steil, ne? Ja, wir werden es trotzdem mal ausprobieren. Guten Tag. Gut gemacht. Achso, ich dachte gerade, die eine ist hier. Aber wir müssen noch ein ganzes Stück runter. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt so clever war, hier oben anzufangen. Oder ob ich vielleicht doch lieber den Weg hätte runterlaufen sollen. Normalerweise sind so Abkürzungen ja nicht schlecht. Oh, hallo? Eine umgedrehte Bärenfalle. Sind wir denn hier in Teso, sag ich schon. Sind wir denn hier in DBD oder was? Hallo? Mein armer Nauti-Bär. Mein Fallensteller benutzt die auch. Ah, da hinten geht's runter. Okay. Oh. Ich glaube, da hat sich noch einer in die Falle verfangen. Das ist schön, wenn er schon mal vorläuft, dann kann er die alle mitziehen und dann eine Ulti machen. Das war schon. Ich hasse diese Bärenfallen, Mann. Ich laufe immer rein, genauso wie in DBD, da laufe ich da auch immer rein. Mann. So, die hat nur was von den Toyen gesprochen. Kann ich hier eventuell, das ist ein bisschen tief, ne? Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen... Und ich kann nicht mehr. So langsam gehen die mir auf die Nerven. So, ich glaube, da war was. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ich muss da hinten rum. Hätte ich ja doch runterspringen können. Er ist nicht gestorben bei dem Versuch. Na gut, da war schon wieder eine Bärenfalle. Ach, ihr könnt mich doch mal. Da wäre ich fast wieder reingetreten. So, Moment, da hinten muss ich rum. Feiglinge, ich bin hier, um zu holen, was mir gehört. Ja, genau. Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss hier rum. Ich glaube, er hat auch irgendwie eine ganz andere Quest. Also der Spieler. Weil er gar nicht das macht, was wir machen müssen. Stürzt euch auf meine Klinge. Genau. Stürzt euch auch gerne... Achso, ich habe ja gar keine Klinge. Stürzt euch auch gerne in meinen Stab. Das klang jetzt irgendwie falsch. Mann, da ist der vierte. Ja, nerv nicht. Komm einfach mit. Die anderen wollen auch was. So. So. Das war toll. Das mag meine Funke, ne? Wo müssen wir jetzt hin? Hä, wir haben doch gerade schon... Haben wir nicht schon viel losgemacht? Moment, das ist wahrscheinlich hier unten, ne? Du komm mit. Du komm auch mit. Hier vorne spielt die Musik. Nein, nein, ihr werft mich jetzt hin ins Wasser. Oh, ich dachte, der wäre schneller. Na komm schon. Hallo. Dein Ernst jetzt? Jetzt kann der mich von da hinten treffen? Wo bist du denn jetzt schon wieder hergekommen? Hallo. Können wir das jetzt mal machen, bitte? Hallo? Nein, ich will nicht mit Funke reden. Ich will das Ding machen. Oh, ich liebe diese Bugs. Leute. Auch endlich. So, besteigt die... Der hört sich gut an. Besteigt die verrückte Jungfer. Och, komm! Das
Ernsthaft? Die habe ich schon wieder vergessen. Sprecht mit Kapitän. Steht die nicht da oben? Achso, hier unten. Ich sehe, dass die Taue durchtrennt wurden. Was ist mit der Hafenkette? Ich denke, die ist auch... Ach, deswegen waren es 5. Wir sind an Bord meines Schiffs und ich habe meine Mannschaft. Was ist mit der Hafenkette? Wenn sie noch gespannt ist, wird das eine sehr kurze Reise. Das kenne ich doch irgendwie aus Assassin's Creed Valhalla. Die Hafenkette wurde abgesenkt. Könnt ihr uns rechtzeitig nach Vastyr bringen, um zu helfen? Die verrückte Jungfer ist schneller als jedes Schiff der Grauen Segel-Armada. Wir kommen rechtzeitig an. Und dann unterhalten Meeresfürst Nalos und ich uns in schneidendem, blutigem Ton. Wartet unter Deck, bis wir anlegen. Der Rest von euch, lichtet den Anker! Setzt Segel auf Vastyr! Ich gehe unter Deck. Alle Mann auf ihre Posten. Immer diese Wiederholung. Ich mach dies, ich mach das. Aus dem Weg. Der nächste Hafen ist Vastyr. Man kommt sich ja schon ein bisschen blöd vor, wenn jemand was sagt und man selber das ständig wiederholt. Die Belagerung hat begonnen. Schnell, an Sir Stefans Seite. Sie fliehen. Wir kümmern uns um Sie, Gräflein. Goldklingen, vorwärts. Meine Freundin, wir müssen meinen Vater finden. Oh. ja, wo? Was? Wie? Wo ist denn jetzt hier? Da hinten müssen wir durch. Okay. Ach Gott, ich habe hier gerade überhaupt nichts mehr. So, der müsste irgendwo hier sein. Das ist der Vater, oder? Dort sind wir sicher. Nicht gut. Die Stadt wurde überrannt. Waren das alle? Funke, kümmer du dich mal um den Rest? Ich bin froh, euch und Stefan zu sehen. Wir könnten eure Stärke brauchen. Hallo? Meine Ritter und die Druiden haben sich wacker geschlagen. Aber die Meereselfen, sie kamen in solcher Zahl. Ihr müsst für mich die Erzdruiden finden. Ich glaube, die Grauen Segel jagen sie. Hallo, Mr. Schulter, könnten Sie vielleicht mal aus meinem Blickfeld weggehen? Mr. Unrasiert? Warum sollten die Grauen Segel die Erzdruiden jagen? Wir haben einige ihrer Kriegstrupps reden hören. Irgendetwas über das Finden von Druidenrelikten. Ich bin froh über die Krieger, doch mussten sie ihre verdammte Religion auch noch in meine Stadt bringen. Jedenfalls müsst ihr die Erzdruiden Raval und Elik finden. Sorgt für ihre Sicherheit. Wo sollte ich nach den Erzdruiden suchen? Bei Raval bin ich mir nicht sicher, doch ich habe Erzdruide Elik auf dem Weg zu den alten Druidentunneln gesehen. Folgt ihnen und ihr solltet ihn finden. Fürst Bakaro und ich bringen die Leute zur Kathedrale. Abgesehen vom Kastell ist es der am besten zu verteidigende Ort in der Stadt. Ich finde Erzdruide Elik. Geht nach Osten und ihr findet einen Eingang zu den alten Druidentunneln. Die verdammten Dinger waren schon lange bevor wir die Stadt bauten hier. Wenn ihr Elik und Raval findet, schickt sie zur Kathedrale. Wir haben alle Nichtkombattanten dort zur Sicherheit versammelt. Wie lange kann Vastyr einem solchen Ansturm standhalten? Nicht lange. Wir halten durch, doch die Stadt wurde nicht errichtet, um einer Armada solchen Ausmaßes die Stirn zu bieten. Aber wenigstens werden das Kastell und die Kathedrale es überstehen. Der Rest? Ich fürchte, wir werden uns schon bald Trümmern gegenübersehen, wenn wir die Invasoren nicht zurückschlagen. Die Vorbereitungen und die Druiden haben gar nicht geholfen. Wir sind besser dran, als wir es bei einem Überraschungsangriff gewesen wären. Und die zusätzlichen Kämpfer helfen. Die Bastarde hätten Vastyr ohne sie schneller eingenommen. Wir hatten Verteidiger und ein wenig Vorausschau. So haben wir zumindest eine gewisse Chance. Erzählt mir von diesen Druidentunneln. Vastyr wurde auf einer alten Druidensiedlung errichtet. Die Tunnel, die sich unter den Fundamenten der Stadt erstrecken, sind alles, was davon übrig ist. Einige sind im Lauf der Zeit eingestürzt, doch die meisten sind noch passierbar. Es gibt einen Eingang gleich vor uns im Osten. Schickt die Verwundeten und Nichtkombattanten zur Kathedrale. Dort sind sie sicher. Verdammt seien diese elenden Plünderer! Ja, dann suchen wir mal den Erzdruiden. Ist Funke eigentlich noch dabei? Ja, ihr lasst mir sowieso keine Ruhe hier.
Spunke? Das sind die Tunnel, die mein Vater erwähnte. Die Meereselfen sind bereits hier. Wir müssen Erzdruide Elek finden. Der ist bestimmt irgendwo am Ende durch. Also laufet, meine Kinder, laufet. Was bin ich denn da rum? Na, na, na? Ach komm. Na doch, gut, glaube ich. Den fort, Meereselfen. Vor euch werde ich nicht fallen. Erzdruide Elek, fasst euch ein Herz. Wir sind bei euch. Die fasst euch ein Herz. Er ist sich doch schon am Verteidigen. Danke. Ich hätte nicht viel länger durchhalten können. Vielen Dank. Meine Kraft hätte mich am Ende fast verlassen. Doch ich habe versagt. Ich konnte sie nicht davon abhalten, unseren heiligen Samen zu nehmen. Er ist weg. Was ist mit Erzdruide Raval? Hat er immer noch den Steinlehrersamen? Ich weiß es nicht. Wir wurden getrennt. Doch sie setzen auch Raval nach. Ihr müsst ihn finden. Wir dürfen den Feuersang nicht alle drei heiligen Samen erlangen lassen. Keiner kann sagen, was dann geschehen würde. Alles klar. Fürst Baccaro sammelt Leute an der Kathedrale. Geht dorthin, da seid ihr sicher. Das Haus der Stadtgötter? Ja, natürlich. Ich gehe geradewegs dorthin. Die Mauern sollten ausreichend Schutz bieten. Nun geht. Helft Erzdruide Raval. Seid ihr sicher, dass ihr keine Ahnung habt, wo ich suchen sollte? Nun, sie haben die Hauptstraßen verbarrikadiert. Doch es gibt im Westen eine Abkürzung, die Treppen hoch. Geht dort entlang und versucht ihn zu finden. Und möge Yffre euch schützen, Außenseiterin. Ich finde Erzdruide Raval. Seid vorsichtig. Ihr habt die Kraft der Berge. Doch selbst die kann das Meer abtragen. Möge Yffres Gunst euch an Ravals Seite führen. War Erzdruide Raval verwundet, als ihr beide getrennt wurdet? Nicht, soweit ich es sehen konnte. Doch alles geschah so schnell. Wir rannten und es gab ein solches Durcheinander. Doch Raval ist schnell. Er würde sich nicht leicht überwältigen lassen. Er muss unbeschadet davongekommen sein. Ich weiß nur nicht, wie lange er so weitermachen kann. Wo sind die anderen Angezeigten und steinleere Druiden? Die meisten wurden überall in der Stadt verstreut, als der Angriff begann. Viele helfen den Rittern des Hauses Mornar bei der Verteidigung gegen die Grauensegel. Ich werde möglichst viele, die nicht kämpfen, auf meinem Weg zur Kathedrale um mich scharen. Erzdruide Elek, erlaubt mir, euch zur Kathedrale zu bringen. Meine Freundin, ich schließe mich euch an, sobald der Erzdruide sicher ist. Ja, immer diese Ausreden. Nein, mach das mal, mach das mal. Wir laufen mal durch bis zum Ende. Nun, sieh an, wen ihr gefunden habt. Oh, Hallöchen. Wollt ihr noch eine Klinge an eurer Seite? Das wäre hilfreich. So nicht. Lass meine Funke in Ruhe. Moment. Nee, da müssen wir hoch. Der Festland-Champion. Stellt euch mir und sterbt. Nalos, Zeit, dass ihr dafür bezahlt, die Grauensegel zu Verrettern gemacht zu haben. Geh wieder rein. Fieks ich dich. Meta, Ascher, ich brauche eure Hilfe. Feigling, komm zurück. Ich weiß, wie wir ihm richtig wehtun können. Sagt so, mir, wenn wieder. Ihr bereit seid. Ja, mach. Meine Schlangen werden euch in Stücke. Ach komm. Das ist so langweilig. Na, es ist viel cooler, wenn man einfach draufhauen kann. Sag mir wann. Ich kann nicht fallen. Du bist schon gefallen. Das ist für meinen Bruder, ihr wertloser Aal. Und für unseren König. Das fühlte sich verdammt gut an. Doch das Feiern kommt später. Gehen wir weiter. Weiter vorn passiert irgendwas. Das ist ja sehr präzise. Na gut, dann lass uns mal weitergehen.
Achso, ich warte mal darauf, dass irgendwas. Erzdruidin Orlight, gebt die heiligen Samen zurück. Ich will da hoch. Gebt Raval und die Samen frei, Orlight. Ihr habt verloren, Raval. Dank eures Blutes kann heute der Traum wahr werden. Druidenfreundin, beschützt Free! Ruhe! Raval, seid verflucht! Wo müssen wir hin? Ein neues Zeitalter des Grüns beginnt. Kathedrale! Vater! Nein! Das nächste Mal werdet ihr euch vor mir verneigen. Der Druidenkönigin. Ich verneige mich vor niemanden. Vor keinem Politiker, vor keinem Möchtedruiden. Nein! Nein! Helft mir! Wir müssen ich sie ausgraben! Bin dem Einsturz knapp entronnen. Götter, wie konnte das geschehen? Die Kathedrale. Es geschah alles so schnell. Ich bin nur um Haaresbreite den herabfallenden Trümmern entgangen. Ich kam mit den letzten Verwundeten, als alles zu beben begann. Der Graf und Erzdruide Elik. Sie waren unmittelbar vor mir. Sie... Oh nein. Verdammt sei das alles. Sagt mir, was ihr gesehen habt, Fürst Baccaro. Es war schrecklich. Das Gebäude begann zu beben und die Steine oben zitterten. Ich schrie, dass alle zu den Türen laufen sollen. Ich öffnete sie weit und dann brach der Boden weg. Ich bin wohl ohnmächtig geworden. Als mein Kopf wieder klar war, war ich draußen. Allein. Möge das Grün uns bewahren. Erst Erzdruide Raval und jetzt mein Vater. Mein Vater ist unter all diesen Trümmern. Bitte, ihr müsst mir helfen, es muss Überlebende geben. Warum steht ihr nur rum? Stefan, sie sind tot. Nein, ihr irrt euch, ihr müsst euch irren. Steht da rum, wenn ihr wollt, aber ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich weigere mich, sie hier zu lassen. Mein Vater, Erzdruide Raval, sogar Erzdruide Elik. Alle tot. Das kann nicht sein. Wie konnte das geschehen? Es gab nichts, was wir hätten tun können, um den Einsturz der Kathedrale zu verhindern. Wohl kaum ein Trost für die Überlebenden und die Toten. Ach, verzeiht meine Freundin. Ich brauche einen Augenblick, um mich zu sammeln. Es gibt Dinge zu tun, doch ich sah Siravan zum Tor gehen. Findet sie, bevor sie verschwindet. Wir könnten ihre Hilfe brauchen. Offenbar ist sie sogar schon durch das Tor durch. Da. Moment. Halt! Streitgespräch zwischen Priester und Druide, Nummer 12. Die haben aber viele Streitgespräche. Könnt ihr gerne lesen, wenn ihr möchtet. Ne? Ihr kennt das ja. Kurz auf Pause drücken. Nun, ihr habt den Sieg davongetragen. Die Stadt ist sicher. Es fühlt sich aber nicht wie ein Sieg an, oder? Habt ihr mit dem Gräflein gesprochen? Ich bezweifle, dass es ihm gut geht. Der Tod trifft die Weichsten immer am härtesten. Ich werde versuchen, Nalos Ableben nicht so laut zu feiern. Was ist mit dem Rest der grauen Segel geschehen? Mein Volk ist wie ein Rudel wilder Hunde. Mit einem starken Anführer kämpfen wir bis zum letzten Atemzug. Aber ohne verstreut sich unsere Wut. Sobald Meeresfürst Nalos gefallen war und der Feuersang sie im Stich gelassen hatte, flüchteten die grauen Segel. Sir Stefan will, dass ihr bleibt. Wir könnten eure Hilfe brauchen. Ihr habt Wichtigeres zu bedenken als meine Vorhaben. Doch das Gräflein hat recht. Ihr braucht mich. Hört zu. Ihr habt mir geholfen, mein Schiff und meine Mannschaft zurückzubekommen. Und mir geholfen, Nalos zu töten. Warum geht ihr nicht ins Kastell? Seht nach dem Gräflein. Ich gehe nirgendwo hin. Seid ihr glücklich, dass Meeresfürst Nalos tot ist? Der Tod sollte niemals glücklich machen. Meeresfürst Nalos musste sterben. So einfach ist das. Bin ich froh, dass meine Klinge am Ende Blut schmeckte? Ja, ich hatte einen Eid zu erfüllen. Und jetzt ist das getan. Euer Eid gegenüber dem König? Gegenüber König Orgnum, ja, und meinem Bruder.
Ich hoffe, dass Nalus das Gesicht meines Bruders vor sich sah, als wir ihn erschlugen. Nun geht und kümmert euch um die euren, Söldnerin. Ich bin mir sicher, das Gräflein kann jetzt Beistand brauchen. Ja, Frage ist nur... Darum. Und einmal hier hoch zum Kastell. Bitte, ja, ich suche nach Dame Feider. Sie war bei den Rittern, die das Kathedralenviertel während des Angriffs beschützt hatten. Wir verschaffen uns hier gerade einen Überblick. Sobald wir etwas Neues über Dame Feider wissen, sagen wir Bescheid, Druide. Ich... Natürlich. Verstanden. Nach dem Einsturz der Kathedrale wollte ich einfach nur wissen, dass es ihr gut geht. Ich komme später wieder. Tja... Ich überzeugte Sir Stefan, zum Kastell zurückzukehren. Sprechen wir, bevor ihr ihn aufsucht. Schrecklich. So viel Tod, so viel Leid. Der junge Sir Stefan hat heute zwei Väter verloren und die Stadt noch viel mehr. Ich muss mich fragen, warum ich überlebt habe, während so viele andere gestorben sind. Doch, ich wollte mit euch sprechen, ehe ihr hineingeht und Sir Stefan aufsucht. Ist Sir Stefan wohl auf? Das ist unklar. Er hat heute einen Vater verloren und einen Mentor, was ihm ebenso wichtig war. Wir mögen diese Schlacht gewonnen haben, doch Erzdruidin Orleid hat alle drei heiligen Samen. Sprecht mit Sir Stefan, der jetzt Graf Monar ist. Er muss entscheiden, wie wir weitermachen. Ich hoffe mit dem Verstand und nicht mit seiner Wut. Da seid ihr ja. Entschuldigt mein Verhalten von vorhin. So viel Tod und Zerstörung. Ich kann nicht fassen, dass mein Vater und Erzdruide Raval tot sind. Zwei Männer, die mich formten. Ausgelöscht wie zwei Kerzen in einem starken Windzug. Und jetzt hat Erzdruidin Orleid alle drei Samen. Beim Grün, was sollen wir nur tun? Die grauen Segel haben wenigstens die Belagerung abgebrochen. Und Meeresfürst Nalos ist tot. Das sind gute Neuigkeiten. Konzentrieren wir uns auf unsere Gewinne, anstatt auf unsere Verluste, um nicht der Verzweiflung anheimzufallen. Vastyr steht noch und ist dank unserer Mühen sicher. Und auch wenn wir einen schrecklichen Schlag erlitten haben, ist nicht alle Hoffnung verloren. Was sollten wir nun eurer Meinung nach tun, Sir Stefan? Wir werden das Vermächtnis meiner beiden Mentoren ehren, das meines Vaters und das von Erzdruide Raval. Da Vastyr nun sicher ist, können wir uns darauf konzentrieren, den Feuersang aufzuhalten. Doch zunächst. Ihr habt geholfen, meine Stadt vor dem völligen Untergang zu retten. Nehmt dies mit meinem Dank von Herzen. Ja, und wir erhalten ein zweihändiges Schwert in Präzise vom Set Phönixmotten Teurig, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, und einen Fertigkeitspunkt. Dutzende meiner Leute liegen tot in den Trümmern der Kathedrale. Einschließlich meines Vaters. Doch ich muss weitermachen. Aber Erzdruidin Orleid hat mir auch meinen Mentor genommen. Die Person, auf die ich mein ganzes Leben zählen konnte. Sie hat Raval ermordet. Wir müssen Orleids Wahnsinn ein Ende machen. Irgendwie. Schwebt euch da etwas Bestimmtes vor? Ich kann Vastyr nicht verlassen. Jemand muss hier alles zusammenhalten. Und diese Verantwortung obliegt mir. Sucht Druidin Laurel. Sie muss erfahren, dass die Erzdruiden Raval und Elik tot sind. Und dass Orleid und der Feuersang die heiligen Samen haben. Was meint ihr, wird Erzdruidin Orleid als nächstes tun? Sie hat es uns gesagt, als die Kathedrale einstürzte. Sie wird sich zur neuen Druidenkönigin ausrufen. Doch auch wenn sie die Samen hat, braucht sie doch den Säher. Free ist Teil von all dem, wird aber eure Hilfe brauchen. Findet Free, meine Freundin. Sorgt für Frees Sicherheit. Ich werde Druidin Laurel und Free... Nee, ich finde Druidin Laurel um Free, um ihnen zu erzählen, was hier vorgefallen ist. Wie es allerdings mit dieser Sache weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.